So. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus.
wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle teuflisch schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolfen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigirolfen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Rolfen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Natürlich gerne, Priscilla. Geralt! Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Alles Gute.
Alright, thanks for the information. Der hat ganz schön Ärger und ist in eine Bank eingebrochen. Ich glaube es ja nicht. Okay, wir haben jetzt noch einiges an Büchern und Briefen. Die können wir jetzt mal gerade noch durchgehen. Und danach geht's in ja, den nächsten Part. Der Pferdepfeifer, können wir anhalten zum Lesen. 3, 2, 1, closed. Diplomatischer Bericht. Hier. Okay, der ist wieder zweigeteilt. 1, 2, 3, erster Teil. 1, 2, 3, letzter Teil. Und die Balladen. 1, 2, 3. Und Brief an Rittersporn. Den muss ich jetzt allerdings wirklich mal lesen. Mein liebster Rittersporn, seit du mir von deinen Vorhaben erzählt hast, gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen, kann ich an nichts anderes mehr denken. Mehrere Male wollte ich mit dir darüber reden, um dir diese verrückte Idee aus dem Kopf zu schlagen. Aber ich sehe dich nie im Rosmarin und Thymian, wenn ich dort bin. Ich hoffe, das geringere Übel ist wahr und du bereitest dich auf den Angriff vor und gehst mir nicht aus dem Weg. Ich glaube, nein, ich möchte glauben, dass es dir um mehr geht als nur um Geld. Gold und einem Verlangen nach Abenteuer. Aber wie dem auch sei, ich würde mir wünschen, dass du dein Vorhaben vergisst. Du findest bestimmt einen anderen Weg, das Problem deines alten Freundes zu lösen. Wir beide kennen ein paar Leute in Novigrad, die uns noch einen Gefallen schulden. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Gefallen jetzt einzufordern. Denk darüber nach, bevor es kein Zurück mehr gibt. Oje, oje. Hat er Ciri geholfen, mir zuliebe? Ja, sowieso wahrscheinlich. Und weil sie eine Dame ist. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Sayonara!